Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Heute mal in 360 Grad und heute haben wir mal ein anderes Videoformat. Das heißt, heute machen wir mal ein One-Card-Video. Das heißt, das Video läuft jetzt komplett durch und mal gucken, was wir alles so machen. Ihr seht hier im Gewächshaus, könnt euch natürlich auch bewegen mit der Kamera, so wie ihr wollt, sind ein paar Salate und bevor jetzt der richtig harte Frost kommt, wollen wir noch ein paar ernten, weil diese Maikönige hier oder diese Lolo Rosso halten gerade mal so minus 4 Grad Stand. Die Radicchio hier hinten, die halten ein bisschen mehr aus, also minus 15 oder so. Ja, ich wollte heute auf jeden Fall ein bisschen Salat ernten und noch ein paar andere Gemüse, was wir alles noch so finden. Mal gucken. Dann wollte ich hier so ein paar kleine Futterbällchen anbringen. Wie man die selber macht, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das kann ich mal da oben verlinken. Dann könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Lust habt. Ja, lasst uns starten. Wir haben heute, ja, kann man mal sagen, relativ gutes Wetter. Es ist zwar kalt, wir haben gerade so 2-3 Grad, aber die Sonne kommt langsam raus. Vielleicht sehen wir sie heute auch sogar mal. Ja, ich bin gespannt. Also lasst uns mal starten. Wir ernten jetzt ein bisschen Gemüse und bringen die Dinge an. Ja, dann lass uns mal starten. Mal die Kamera hier rüber. Wie gesagt, heute mal ein One-Cut-Video. Ich möchte in nächster Zeit sowieso ein bisschen den Kanal verändern. Das heißt, es kommen neue Sachen auf euch zu. Von Livestream und auch von solchen Videos hier. Also 360 Grad. Mal gucken, wie sich der Kanal in Zukunft entwickelt. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich bin immer neuen Sachen aufgeschlossen und ja, ernten wir mal hier so einen kleinen Salat, bevor der böse Frost kommt. Ja, gestern war ja der erste Advent und meine für Anfang Dezember haben wir noch einen schönen Salat hier. Wirklich wunderbar. Den lassen wir heute Abend schmecken. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich will noch einen anderen mitnehmen. So einen Lolo Rosso, dass wir ein bisschen gemischt haben. Ja. Ich meine, so wirklich großartig wachsen die natürlich jetzt nicht mehr weiter. Ist einfach viel zu kalt. Und Licht haben wir auch kaum noch. Aber dafür, für zwei Personen reicht es auf jeden Fall noch. Ja. Hier so ein Mini-Eisbergsalat. Der ist natürlich auch total frostempfindlich. Also wenn jetzt da der Frost dran geht, dann ist auch vorbei. Ja, jetzt gehen wir mal raus zu den Feldsalaten. Da sind auch noch ein paar da. Das Beet sieht zwar ein bisschen unordentlich aus, aber vergebt mir. Dann gehen wir mal raus. Jo, Tür aufmachen. So, gucken wir mal, ob wir mal ein paar Feldsalate finden. Können wir hier nochmal kurz Halt machen. Seht ihr mal, wie der Stangensellerie jetzt aussieht. Der ist natürlich auch bis zum gewissen Grad frosthart, aber irgendwann ist auch vorbei. Ihr seht, die Stangen sind jetzt so aus und hier gehen auch immer die Tiere ran. Das heißt, irgendwelche Hasen oder weiß ich was, das immer abfrisst hier. Ja, aber ein paar Stangen können wir uns auch davon mitnehmen. Ist zwar nicht groß, habe ich auch zu spät mit angefangen dieses Jahr, aber gut. Besser als gar nichts. Der Knoblauch wächst gut, ihr seht's. In Reih und Glied.
Na, stell ich mal hier hin. Na, hält's. So. So, vor uns haben wir ein bisschen Feldsalat. Natürlich total verkrautet hier wieder. Aber gut, brauchen nur ein paar kleine Röschen. Und die haben wir hier. Ja, schöner Feldsalat. So wie er sein soll. Ja, im Winter hat man immer so Hunger auf was Grünes, was Frisches. Das braucht der Körper. Hier nochmal ein paar schöne. So, was haben wir denn noch hier? Ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Die Kamera hat jetzt nicht das beste Mikrofon, aber ich muss halt auch ein bisschen testen, wie laut man reden muss und ob man dafür noch ein extra Mikrofon braucht. Die Technik ist auch für mich neu. So, das reicht mir an Feldsalat. Jetzt gucken wir nochmal zum Pak-Choi. Kommt mit. So. So, der Pak-Choi, den habe ich jetzt auch schon fast komplett beerntet hier. Und der wächst natürlich immer weiter, aber er ist auch nur bis zum gewissen Grad frosthart. Denk mal so bis minus 5 Grad ist auch die Grenze und die werden wir bestimmt bald erreichen, also muss er auch unbedingt weg. Und der wollte hier sogar schon blühen, sehe ich hier, guckt euch das mal an. Ja. Aber auf jeden Fall, Pak-Choi, eine richtig tolle Sache, wächst im Herbst wesentlich besser als im Frühjahr, finde ich, weil im Frühjahr wird es manchmal viel zu schnell warm und dann fängt er an zu schießen. Im Herbst ist es nicht so, da wird es ja eher kälter. Also wächst besser im Herbst. So, nehmen wir ein paar mit. Die anderen kommen nächste Woche dran, dann ist es hier auch gegessen. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal weiter. Die müssen wir auch mitnehmen, nicht, dass wir die mal vergessen hier. Weiter geht's. Hier hinten hatte ich noch ein paar Lauchstangen, die letzten. Die können wir auch mitnehmen. Mal kurz hier Stativ fest. So. Auch die letzten. So ein paar kleinere hier noch. Aber die können auch raus. Jetzt kommen noch mal ein paar mit. Dann ist es ja auch vorbei. Dann ist der Garten fast leer. Aber ich denke, wir haben dieses Jahr richtig viel Gemüse ernten können. Oh, komm schon. So. Ah, hier ist eine Lauchfliege schon, ein Ei, naja, Netz ist ab, schon kommen die Lauchfliegen wieder, die Mistviecher, so, 3 reichen mir, ab ins Körbchen. So, jetzt machen wir noch schnell diese Kugeln an, damit die Vögel was zu fressen haben. Video läuft 10 Minuten. Okay. Wo machen wir denn die Kugel an? Ja, hier am Baum vielleicht.
einmal. Zweimal. So. Haben wir das auch? So, was können wir denn noch ernten? Ein bisschen Mangold vielleicht noch. So, den Mangold können wir auch mitnehmen. Der hält bis minus 8 Grad, minus 7, 8 Grad vielleicht. Und dann ist damit auch vorbei. Im letzten Jahr hatte ich fast das Glück, dass er den ganzen Winter überlebt hat. Dann kam aber doch so eine Woche, wo es ein bisschen kälter war und dann war er auch hinüber. Er hat dieses Jahr so viel Mangold ernten können. Echt der Wahnsinn. Im Gewächshaus, genauso wie draußen, immer eine tolle Sache, ein tolles Selbstversorgergemüse. Kann man nicht anders sagen. Und auch eins der gesündesten Gemüse, muss man dazu sagen. Von den Inhaltsstoffen eins der gesündesten Gemüse. So, ab in die Kiste haben wir das auch. So, da haben wir doch schon mal richtig tolle kleine winterliche Ernte zusammen. Jetzt können wir noch ein paar Topinambur ausgraben. Das machen wir auch. Die Kiste lassen wir mal hier. Nehmen uns einen Spaten mit. Und dann gucken wir mal. Hier hinten sollten auf jeden Fall Topinambur sein. Die wachsen hier jedes Jahr. Ich probiere jedes Jahr loszuwerden, aber jedes Jahr kommen sie neu. Hier sind jetzt auch schon abgestorben. Da graben wir mal. Man sieht hier schön, wie die schon richtig den Boden aufgedrückt haben. Also, da sollte jetzt ordentlich an Ernte dran sein. Gucken wir mal. Oh ja. Oh ja. Da ist richtig was dran. Oh, meine Güte. Meine Güte. Dafür, dass ich im letzten Jahr alle rausgeholt habe, sind schon wieder 10 Kilo dran hier, ich sag's euch. Es ist wirklich auch eins der krassesten Selbstversorgergemüse. Die kann man jederzeit ernten, sind frosthart bis minus 20 Grad und ertragreich ohne Ende. Es reicht auch, wenn ihr so ein Stückchen hier im Boden lässt. Im nächsten Jahr sind wieder genauso viele da. Echt einer der krassesten Sachen hier. Guck euch schon mal an, wie viel Zeug hier dran ist. Ich weiß, der Geschmack ist nicht jedermanns Sache, aber guckt euch mal an. Für das Überleben auf jeden Fall eine tolle Sache. Guckt, ist eine Pflanze, ja? Wahnsinn. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange der Akku halten wird. Wenn das Video irgendwann zu Ende sein sollte, dann ist es halt so. Aber ihr seid dabei. Zum ersten wirklichen Test hier. Oh, guck mal, hier unten noch mehr. Ja, gibt's doch gar nicht. Ey. Wie viel ist denn da an einer Pflanze dran? Ey? Das ist doch der Wahnsinn. Oh ja, fast ein Eimer oder eine Kiste. Kein Wunder, dass die Tomaten hier nicht gewachsen sind. Die Topinambur hat alles rausgesaugt aus dem Boden. Gibt's doch gar nicht. Ist noch eine große. Das ist der Wahnsinn. Alter. Hört ihr nicht auf? Oh, noch mehr.
Also, ich glaube, das war's. Guck mich mal an, wie viele Topinambur hier an einer Pflanze waren, ja. Geh mal ein Stück zurück. Sind wir hier bestimmt 5, 6 Kilo an einer Pflanze. Echt der Wahnsinn. Die hole ich mir nachher ab. Da vorne ist noch eine Pflanze und da vorne ist noch eine Pflanze. Also kann man sagen, vielleicht liegen hier sogar 20 Kilo. Echt der Wahnsinn. So, ich muss mir mal die Hände waschen, weil die sind jetzt natürlich schmutzig. Ja. Der Frost ist da. Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Ihr seht hier die ganzen Physalis, diese alle den Frost zum Opfer gefallen sind. Ob man die noch essen kann, weiß ich gar nicht. Die werden sich auf jeden Fall im nächsten Jahr hier überall aussamen. Braucht man sie gar nicht vorziehen. Und was viele auch nicht wissen, hier diese Vogelniere, die kann man essen. Die ist richtig gesund. Guckt euch mal die Inhaltsstoffe an. Die ist sogar blutbildend. Eine richtig tolle Sache. So. 17 Minuten. Ja, jetzt will ich noch ein bisschen Tee haben. Mal eine Schere holen. Ein bisschen Tee. Wo ist meine Gartenschere? Da hier unten. Ja, Tee können wir uns ja mal ein bisschen Salbei holen. Hier ist Salbei. Tee ist immer wichtig. Bleibt ja auch gesund. Salbei als Tee, richtig lecker. Man kann ihn auch natürlich zum Braten nehmen, für Geflügel oder so. Seit dem Bocker eine richtig tolle Sache. Probier es mal aus. Oder was auch gut als Tee ist, wenn man erkältet ist. Thymian. Hier auch richtig tolle Büsche. Oh. Oh, die sind immer so lecker, diese Kräuter. Jetzt hat man sie einmal im Garten, hat man sie immer verfügbar. Eine echt tolle Sache, so ein Kräuterbeet hier. So, und jetzt will ich unbedingt noch Hagebutten haben. Auch mal rein hier. So ein richtig toller, frischer Hagebuttentee. Das ist natürlich auch was Feines. Vorne ist so ein kleiner Busch. Können wir uns mal welche holen. Was viele nicht wissen, dass Hagebutten, das wissen doch eine ganze Menge, dass sie so viel Vitamin C haben. Auf die Menge gerechnet, 100 Gramm haben 10-mal mehr als Paprika, obwohl man ja sagt, die rote Paprika hat schon viel Vitamin C. Ich glaube, sind bei Hagebutte sind es 1400 Milligramm auf 100 Gramm. Ist echt wahnsinnig viel. Also kann man sagen, 1,4 Gramm reines Vitamin C auf 100 Gramm Hagebutten. Tolle Sache. So, hier sind wir schon bei der gemeinen Hundsrose. Und da ernten wir uns noch mal ein bisschen Hagebuttentee. So ein frischer Hagebuttentee ist was ganz anderes. Hier, wenn die jetzt auch Frost bekommen haben, dann sind die richtig schön weich. Dann müsst ihr die mal probieren. Schmecken wie Pfirsiche.
oder nee, wie so süß-sauer wie Aprikosen, meine ich. Eine echt leckere Sache. Denkt man gar nicht bei so einer Frucht hier. Das reicht doch für einen schönen Tee. Die anderen können wir uns ein andermal holen. Bin ja oft hier. Aber auf jeden Fall für einen richtig leckeren Hagebuttentee heute Abend. Was richtig Feines. Was sind das da überhaupt? Quitter. Aus wie so eine Quitte. Eine wilde Quitte. Na. No. Sehr lustig. Ich wusste gar nicht, was hier ein Quittenbaum ist. Na, no, so viel dazu. So. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, ihr seht, das ist ein ganz anderes Videoformat. Aber auf jeden Fall mal interessant, gerade für die Zukunft als Garten-YouTuber. Man sollte ja immer auf den neuesten Stand sein. Das versuche ich für euch. Im nächsten Jahr haben wir viel vor. 2020 wird spannend. Wie gesagt, auch die Livestreams in Zukunft. Mal gucken, wie sie laufen, ob das was für mich ist, keine Ahnung. So. So, meine Gartenfreunde. Das war's mit diesem kleinen Ernterundgang. Ein bisschen Salat haben wir geerntet, ein bisschen Mangold, ein bisschen Lauch. Pakschoi, Feldsalat, ein paar Kräuter. Sind immer lecker. Und ein bisschen Tee. Wie nachher. Richtig schöner Hagebuttentee. Natürlich richtig gesund. Ja, und das soll es eigentlich schon mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mit dieser neuen Dimension an Video. Und jetzt sage ich danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Bleibt gesund, kommt gut durch den Winter und genießt die Weihnachtszeit. Die kommt ja jetzt erst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gemüsekoch Martin. Macht's gut. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr Lust habt. Oder abonniert den Kanal. Schreibt mir einen Kommentar. Wie auch immer. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.